Herkules, sei ein starker Mann. Und das ist das Victorinox, Herkules. Ob das auch stark ist, finden wir gemeinsam heraus. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der Herkules, hier ist er, Victorinox Herkules. Und ich habe mir den jetzt gekauft und bin jetzt ganz glücklich auch damit. Hatte aber im Vorfeld eine kleine innere Auseinandersetzung, ob ich mir nicht den Workchamp kaufen soll. Aber dazu komme ich gleich. Was mir wichtig war, ist ein arretierbares Messer, also ein feststehendes Messer. Und das ist hier gegeben. Da ist der kleine Clip und alles ist gut. Und da das ein Zweihandöffner ist, glaube ich auch, dass das in Deutschland kein Problem ist, dieses Messer hier zu führen. Da gehe ich mal davon aus, schreib mal bitte einen Kommentar, ob das der 42A-konform ist. Das wäre nett. Dann, und das war mir auch ganz wichtig, eine Zange. Jetzt kannst du sagen, Reini, du hast einen Zangentick, weil überall muss irgendwo eine Zange drauf sein. Und ja, es wird ein Video geben zum Thema, warum ich Multitools, und das ist ja auch ein Multitool, nur halt anders, so gern habe und die Zangen so gern habe, weil es viele Bereiche gibt, wo man die Zangen brauchen kann. Das kommt aber mal an einer anderen Stelle. Die Zange ist gut verarbeitet. Was mir gut gefällt, ist, dass sie wieder sehr schön selbstöffnend ist. Das ist sehr praktisch meistens. Was aber auch klar ist, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Multitool, das halt eine größere Zange hat, ob das jetzt der Leatherman ist oder Victorinox ist, tut nichts zur Sache. Da ist jetzt kein Seiten- bzw. Drahtschneider so richtig drauf. Ja, und es ist halt einfach... Ja, aber es ist eine Zange und für das, was ich sie brauche, ist sie meistens ausreichend. Dann natürlich die coole Säge, wie wir sie kennen von Victorinox, sehr aggressiv, auch sehr lang, wirklich brauchbar, hinten angeschliffen und aggressiv und cool einfach. Ja, cool. Dann eine Schere, die auch wirklich was schneidet, also das ist wirklich sinnvoll. Jetzt kriege ich auch immer wieder die Frage gestellt, Reini, wo braucht man eine Schere draußen? Weiß ich nicht, ob du eine brauchst. Ich brauche auf jeden Fall eine, weil ich mit Menschen draußen bin, weil ich teilweise auch mit Kindern draußen bin. Und da habe ich ganz einfach gern, wenn sich jemand reinschneidet, ein Pflaster. Und jetzt gibt es die Pflaster, die man kauft, und es schneidet sich so gut wie immer irgendwie rein. Das ist wie Samen im Gebet, da warte nur drauf, obwohl ich eher Sicherheitseinweisung mache. Aber egal. Punkt ist folgender. Ich kann mir die Hansepflaster in Einzelteilen kaufen oder ich kaufe mir gleich eine ganze Rolle, so 10 Meter oder 5 Meter oder 1 Meter und da muss ich die runterschneiden. Und jetzt habe ich zwar im Erste-Hilfe-Set auch immer eine Schere dabei, aber one is like none, eins ist wie keins und daher die Schere, die schneidet einfach super und wunderbar und ich will einfach eine Schere drauf haben. Dann ein Dosenöffner und natürlich der Flaschenkapselheber mit jeweils einem Schlitz dazu. Aber jetzt kommt das Interessante, unter Anführungszeichen auch Interessante. Was hier dabei ist, das ist so ein Kreuz, der relativ schmal zusammengeht. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe jetzt in... Ich habe ihn schon einmal gebraucht. Aber da war es nicht nötig, dass man ein bisschen tiefer vielleicht auch in... Wenn irgendwo, du weißt, eine versenkte Schraube ist, dass man da rein kann. Ja, muss ich testen, werde ich dir berichten. Und, der ist bei der Schere drinnen. Und dann gibt es einen in der Zange auch. Wenn man die Zange aufmacht, kommt man zum dicken, kleinen, fetten Teil. Der ist nicht mehr so lang, wahrscheinlich auch nicht mehr nötig. Und alles ist gut. So, dann auf der Rückseite natürlich obligat der... Machen wir unsere Rotweinflasche auf? Nein, aber ist super, gibt es auch überhaupt nichts zum Meckern. Und dann natürlich eine sehr, sehr scharfe Ahle zum Bohren. Das ist ganz nett. Dann meine geliebte Pinzette, wenn du das noch nicht kennst mit meiner geliebten Pinzette, Video findest hier. Und einen Zahnstocher, das ist ganz nett gemacht und einer kleinen, ja. Ich habe jetzt da alle Funktionen vorgestellt und jetzt wollen wir es endlich einmal ausprobieren. Ja, dann wollen wir gleich einmal ein bisschen mit dem Messer arbeiten und die Klinge von den Victorinox, die ist natürlich top. Und das ist also nicht nur eine Klinge, damit sie drauf ist, sondern die ist wirklich brauchbar und gut zum Arbeiten. Und ja, so, Adele. Ja, das kann sich wirklich sehen lassen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich wie immer mit dem Feuerstahl anzünden. Und beim Victorinox ist es so, dass es am gescheitersten ist, wenn du den Sägerücken dafür verwendest. Aber das Problem bei dem Sägerücken ist halt, dass der zumindest bei dem Messer hier nicht arretiert. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen.
Na? Aber jetzt. Gut Ding braucht Weil. Und brennt natürlich an. Ist ganz klar. Macht also mal einen ganz einen wichtigen Bereich im Survival. Hat man damit im Griff. Und wie gesagt, dieser Sägerücken, so, der ist schön scharf, der ist schön scharfkantig und ist zum Feuerstahl bedienen natürlich top. Und natürlich muss die Säge auch getestet werden. Ich habe jetzt hier eine Lärche, die ist halbtrocken, schön harzig. Und das geht natürlich top mit dem Teil. Und ich hatte ja auch den Workchamp im Auge. Ja, es macht ganz einfach Spaß. Das ist eh ganz klar. Und ich hatte ja auch den Workchamp im Auge. Der ist genauso, nur hat er noch eine Feile dabei. Den habe ich beim Marcel gesehen, einen Survival-Trainer-Kollegen von mir. Und da ist es so, da ist dann noch einmal eine Säge hier in dem Bereich dabei. Da habe ich aber darauf verzichtet, aus dem Grund, weil dadurch das Messer dann nicht mehr so gut in der Hand liegt. Weißt? Jetzt liegt es einfach fett super in der Hand. Ja, wirklich, echt super. Der Griff ist genau passend für meine Hand. Und dann, umso breiter das Victorinox wird, umso mehr Funktionen hat es natürlich. Aber umso unangenehmer liegt es für mich zumindest in der Hand. Und das geht bei dem, wie gesagt, noch sehr, sehr gut. Von der Breite her, technische Daten findest du unten. Ich gebe da auch den Link auf den Workchamp. Das heißt, du kannst da das anschauen, wenn du magst. Ja. Aber für mich ist das ausreichend. Und jetzt, bevor wir zu einem Ende kommen, will ich noch was über das Taschall sagen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch von Victorinox ein Taschall zu besorgen und zu kaufen. Ich bin aber kein Victorinox-Händler. Die wollen mich, weiß ich nicht beliefern. Zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Ich weiß nicht, ich sollte wieder mal anfragen bei den Freunden, weil ich diese Messer einfach genial finde. Es ist mir jetzt eingefallen, das werde ich machen. Ob sie mich jetzt beliefern, weil ich jetzt auch eine dementsprechende Größe habe, aber egal. Auf jeden Fall, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Die Taschallen, die ich verwende, die sind meistens von Tasmanian Tiger. Hier zum Beispiel, ja, Tasmanian Tiger. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Größe das ist. Ich verlinke es dir aber auf jeden Fall unten im Beschreibungstext. Schau es dir ganz einfach an. Und das passt wie angegossen, Molle-kompatibel. Passt wirklich gut rein. Und warum ich die Tasche hier gewählt habe, die Größe? Weil man da noch reingreifen kann und das Tool rausziehen kann. Die nächstgrößere Tasche, die ich jetzt aktuell nicht hier habe, da geht das ganze Teil ein bisschen einfacher rein, weil es geht halt doch relativ streng, es sitzt wirklich sehr stramm, ja, gerade dass das hier ausgeht. Ja, aber dafür kann ich, wenn ich es jetzt am Gürtel habe zum Beispiel, rausziehen, wenn man es anpacken kann, wenn man es angreifen kann, weil da noch ein Stück raussteht. Wenn die Tasche so groß ist, dann muss man das so reinfuddeln, dann bräuchte man die Zange von innen, damit man das Messer rauskriegt. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, das war's, ja, das Video. Der Goliath ist für mich absolut ideal. Ja? Ich mag den sehr, sehr gern. Ich werde ihn jetzt in einen Langzeittest nehmen, aber was soll passieren? Lebenslange Garantie eigentlich, bei was man halt kennt von Victorinox. Ich habe ja schon einige Messer und ich bin mir sicher, dass ich auch mit dem zufrieden sein werde. Werde aber in x Monaten oder Jahren darüber berichten, weil ich glaube, das ist die richtige Variante, der hält einfach ewig. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, hast du den Goliath auch? Welches Victorinox Multitool hier, Tool, Messer verwendest du? Das würde mich auch noch interessieren und wahrscheinlich die anderen Zuschauer auch, damit man wieder teilen, damit man Erfahrungen hat. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu den Produkten findest du unten. Dein Rainer Rossmann, bis bald.